Herren, wir haben nun live zurückgeschaltet vom Saal hier im Begegnungszentrum Südpol, direkt hier in unser Studio vom BV BAM. Und neben mir darf ich jetzt recht herzlich begrüßen Herrn Professor Dr. Rainer Winter zu meiner Linken. Er ist Professor für Kultur- und Medientheorie an der Universität Klagenfurt und hat in seinem Impulsreferat die Konstitution einer transnationalen Öffentlichkeit thematisiert. Hallo, Herr Winter. Hallo. In Ihrem Buch Widerstand im Netz haben Sie dargelegt, wie transnationale zivilgesellschaftliche Netzwerke überhaupt entstehen. Fassen Sie noch mal kurz zusammen, was bedeutet eigentlich transnationale Öffentlichkeit? Eine transnationale Öffentlichkeit überschreitet, wie der Name schon sagt, nationale Grenzen, ist also überlokal organisiert und stellt eigentlich ein Gegengewicht dar zur globalen Organisationen der Wirtschaft, die ja selbst transnational organisiert ist. Wenn Sie an Konzerne denken zum Beispiel oder an die Politik, ja, an die G20-Staaten und so weiter. Das heißt, eine Öffentlichkeit ist der Bereich, wenn wir das Konzept verwenden, in dem Menschen diskutieren, sich auseinandersetzen mit sozialen Problemen und versuchen, Lösungen zu finden. Und jetzt nicht Berufspolitiker, nicht Experten, sondern wir alle sollen an einer solchen Öffentlichkeit teilhaben können. Ja, sehr interessant. Das heißt, wirklich jeder Bürger darf teilhaben in dieser transnationalen Öffentlichkeitsgesellschaft. Er soll, also der digitale Aktivismus, über den ich ja gesprochen habe, diese digitalen Aktivitäten stellen weltweit Versuche dar, neben den Demonstrationen, die stattfinden, die real auf der Straße stattfinden, stellt der digitale Aktivismus eine Möglichkeit dar, sich zu äußern, zu partizipieren und auch Kritik zu formulieren an gesellschaftlichen Zuständen, zum Beispiel Kritik an der neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Und eine transnationale Öffentlichkeit ist quasi global gedacht, steht für eine globale Demokratie oder für eine globale Zivilgesellschaft. Das sind so die Begriffe, die in der Diskussion immer wieder auftauchen und mit dem man Phänomene wie zum Beispiel die Occupy-Bewegung versucht zu fassen oder die Global Justice-Bewegung. Ja, wie können denn überhaupt alternative Medien dazu beitragen, um diese Netzwerke, die entstehen, um die weiter zu fördern? Vielleicht können Sie uns da einige Beispiele geben? Eine Homepage, zivilgesellschaftliche Portale, auf denen Informationen gesammelt werden, zum Beispiel zur globalen Erderwärmung, zur Verletzung von Menschenrechten. Das sind Beispiele dafür. Andere Beispiele finden wir die Nutzung von Facebook, zum Beispiel, wie wir es jetzt im arabischen Frühling gesehen haben, die Nutzung von Facebook oder die Nutzung von Twitter zur Verteilung von Informationen, zum politischen Aufruf, zur Mobilisierung und zum Aufruf zur Partizipation an den aktuell ablaufenden politischen Prozessen. Denken Sie denn, dass diese Art von Partizipation über das Internet zur Lebensqualität beiträgt, ganz generell? Das denke ich auf jeden Fall. Das muss jetzt auch nicht die typische Internetnutzung sein, aber es gibt diese Nutzung. Und es gibt natürlich den Konsum in unseren Gesellschaften, die Kommerzialisierung, aber es gibt auch diese neuen Formen von Öffentlichkeit oder von Gegenöffentlichkeit, die gerade von jungen Leuten weltweit gebildet werden, weil sie mit ihrer gesellschaftlichen Situation nicht zufrieden sind, weil sie Zukunftsängste haben, weil sie verunsichert sind, weil ihre Bildungsabschlüsse wenig wert sind. Und das sind Formen von Partizipation, die sich, glaube ich, positiv auswirken, weil man was macht, weil man was tun kann und weil man hofft, Veränderungen zu bewirken, gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Wir hatten es vorhin auch hier im Plenum schon ein bisschen angesprochen. Denken Sie denn auch, dass alle Generationen auf diese Weise angesprochen werden oder trifft die Partizipation über das Internet, betrifft die nur bestimmte Personengruppen der Gesellschaft? Ja, wir haben wenig empirische Daten darüber. Wir sehen, dass diese Proteste natürlich hauptsächlich von jungen Leuten getragen werden. Aber durch Web 2.0 ist die Partizipation relativ einfach geworden. Also ist bestimmt nicht auf junge Leute beschränkt, sondern auch die älteren sozialen Bewegungen, die älteren Teilnehmer von sozialen Bewegungen organisieren sich auf diese Art und Weise. Was denken Sie denn, welche Probleme tauchen auf bei Usern, wenn sie das Internet als politisches Kommunikation und vor allem auch als Machtmittel benutzen? Was können da für Probleme entstehen? Welche Probleme?
zunächst habe ich es ja mal positiv beschrieben, also dass die Möglichkeiten der Partizipation erweitert werden und so weiter. Sie können natürlich auch überwacht werden. Also gerade wenn Proteste durch Facebook initiiert werden, ist auch immer die Form der sozialen Kontrolle dabei. Ja. Also man kann vom Internet eigentlich nie sagen, das Internet bewirkt das und das, sondern was wir betrachten, was wir erleben, wenn wir die Geschichte des Internets betrachten, ist es immer ein Kampf um die Bedeutung des Internets, um die Nutzung des Internets. So dass es immer verschiedene Zugangsweisen gibt, dass es Widerstandsformen gibt, aber dass es natürlich auch Machtmöglichkeiten gibt. Wenn Sie denken, was jetzt im Senat, im amerikanischen Senat, was man versucht durchzusetzen, dass das Internet zensiert werden soll. Ja. Man beruft sich dann, weil man eben was gegen die Copyright-Verletzungen machen möchte. Aber das wird natürlich auch den politischen Protest treffen, falls es durchgesetzt wird. Halten Sie das denn für sinnvoll, dass man zensiert im Internet? Das meinen Sie jetzt nicht ernst, die Frage, oder? Nee, was jetzt diese demokratische Teilhabe betrifft, halte ich das natürlich nicht für sinnvoll, dass man das jetzt zensiert. Was anderes ist es natürlich jetzt, was rechtsradikale Inhalte betrifft oder was Kinderpornografie betrifft. Aber ich denke, was ich eben angesprochen habe, ist diese Zensur. Das Internet steht ja an sich für Freiheit, für Demokratisierung. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass eigentlich in allen Ländern, auch in demokratischen Ländern, es immer auch Zensurmaßnahmen gibt. Ja. Dann wird diese Zensur natürlich wieder umgangen. Aber ich denke, es hängt von der jeweiligen Gesellschaft oder von einer Weltgesellschaft ab, was nun zensiert werden soll und was nicht. Mhm. Also ich denke, das sollten jetzt nicht Regierungen oder Geheimdienste alleine machen. Ja, und das denke ich auch in einem stetigen Wandel. Oder? Kann man doch auch so sehen. Ja. Zum Ende unseres kleinen Interviews möchte ich noch einmal eben auf Ihre berufliche Karriere oder Arbeit drauf kommen, nämlich Sie sind ja auch Medienpädagoge. Was haben Sie sich für Ziele gesetzt, jetzt gerade momentan im Bereich der Medienpädagogik? Ja, ich denke, es geht gerade jetzt in Bezug auf digitale Medien darum, hier die Medienkompetenzen zu steigern, auch von sozial benachteiligten Jugendlichen, dass sie aktiv damit umgehen können, dass sie das einsetzen können, Prozesse der Medienbildung zu initiieren, aber das immer halt auch kulturell und gesellschaftlich zu kontextualisieren, das nicht als eine formale Qualifikation zu betrachten, sondern auch zu fragen, was diese Medienbildung zu einer Emanzipation und zu einer Förderung der Demokratie beitragen kann. Ja, ein schönes Schlusswort für unser kleines Interview. Damit bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herrn Winter. Und ja, in wenigen Minuten darf ich hier neben mir Herrn Klaus Lutz begrüßen. Und darum bleiben Sie dran. Bis gleich.